Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge King's Quest 7. Ja, in der letzten Folge waren wir ja hier stehen geblieben und wir hatten ja noch ein paar Sachen offen. Und die wollen wir jetzt natürlich machen. Wir waren ja in der letzten Folge hier noch in der Hundsrepublik angekommen und hatten ja schon festgestellt, dass hier recht strange Gestalten rumeiern. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Wir haben ja den Scherzartikelladen noch. Den können wir auch noch ansprechen. Mit dem Brunnen hier kann man nichts machen. Den haben wir noch. Naja, gucken wir mal. Guten Tag. Kannst du mir vielleicht helfen? Natürlich kann ich dir helfen, Madame. Was du brauchst, ist ein großes Glas schnelllösliche Brausetabletten. Das wird heilen, was dich plagt. Und außerdem kannst du es zum Reinigen deiner Töpfe benutzen. Ich bin nicht krank, Sir. Außerdem kann ich kaum glauben, was du da versprichst. Ach wirklich? Nun gut, mit Dr. Bullenbrüllers Glauberwasser wirst du alles glauben. Um all deine Zweifel zu zerstreuen, kann ich dir versichern, dass es aus reinem Honig hergestellt wird. Dadurch schwebt es gewissermaßen über allem. Vergessen wir das lieber. Ich werde anderswo Hilfe suchen. Ja, der wäre ja schon mal geil, der Typ. Also. Oh, was haben wir hier? Gucken wir auch nochmal. Hallo, kleiner Vogel. Wer bist du? Geh weg! Ganz ruhig, mein Kleiner. Dein Freund Fernando sucht dich. Er hat mir gesagt, er liebt sein kleines Schätzchen mehr als alle Sterne, die am Himmel stehen. Du hast ihn getroffen? Bringst du mich zu ihm? Bitte! Natürlich, komm, hüpf auf meinen Finger. Geil, das war der Vogel von dem Fernando. Ein Porzellanvogel, ich fasse es nicht. Ja, ich sag ja, die haben ja alle irgendwie einen am Seng. Ich weiß nicht, den kann man wahrscheinlich nochmal ansprechen. Der wird uns aber, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ich kann es ja nochmal versuchen. Werter Händler, hättest du einen Moment Zeit für mich? Einen Moment, sagst du? Das macht 2 Goldstücke, gute Frau. 2 Momente für 3 Goldstücke. Was für ein Angebot. Huch. Ja, brauchen wir nicht versuchen. Dann haben wir hier den Vogel noch. Eine Art Krähe oder sowas. Kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Was für ein süßer kleiner Vogel. Hallo, mein Kleiner. Hallo, Mundfäule. Wie kannst du nur so unhöflich sein? Ich bin eine Sportdrossel, liebe Frau. Was erwartest du? Schnell steck deinen Kopf ins Wasser. Deine Gehirnzellen laufen heiß. Geil, Leute. Das war ja wohl übel, wie er eine Flunsche gezogen hat und er dazu gequatscht hat. Oh, ich... Geil! Vor allen Dingen, wie frech, ey, steck deinen Kopf ins Wasser, deinen Kopf ins Wasser, deine Gehirnzellen laufen heiß. Du stinkst wie ein Kettenhund nach dem 100-jährigen Krieg. Bedeck dein Gesicht, du verschreckst die Pferde. Als du geboren wurdest, hat die Hebamme deiner Mutter einen Klaps gegeben. Du musst von einem hässlichen Baum gefallen sein und auf dem Weg nach unten jeden Ast getroffen haben. Als du ein Kind warst, musste dir deine Mutter einen Schafspelz um den Hals legen, damit der Hund mit dir spielt.
Entweder ist der Pestwagen gerade vorgefahren oder du brauchst wirklich ein Bad. Deine Eltern haben versucht, dich den Wölfen vorzuwerfen, aber die haben dich zurückgeworfen. Boah. Ist das dein Gesicht oder isst du gerade eine Pfefferminzfrikadelle? Pfefferminzfrikadelle? Was soll das denn sein? Als du geboren wurdest, sparte sich die Hebamme das Wasser und warf dich aus dem Fenster. Selbst wenn du die richtige Temperatur hättest, würde ich kein Ei auf dich legen, um es auszubrüten. Ist das deine Nase oder isst du gerade eine Runkelrübe? Ey, wie oft kann man das denn triggern, Alter? Jedes Mal neu. Die meisten Babys findet man unter einem Kohlblatt. Dich hat man unter einem Stinkraut gefunden. Du riechst so schlimm, dass selbst der Schweinejunge deine Gesellschaft meidet. Du bist so hässlich, dass du selbst ein Glas Wasser stibitzen musst. Hat sich deine Mutter vor einem Warzenschwein gefürchtet, als sie mit dir schwanger war? Haben deine Eltern eine Wette mit einem bösen Zauberer verloren? Du stellst dich so dumm an, dass dich selbst der Dorfdepp nicht nach dem Weg fragen würde. Lediglich deine Krampfadern retten dich davor, völlig blass auszusehen. Er zieht wieder Fresse. Du bist so bescheuert, dass du nicht mehr unterhaltsam bist. Der Raum erstrahlt, sobald du ihn verlassen hast. Wie viele Sprüche hat das Vieh denn auf Lager? Du bist ungefähr so aufregend wie ein fettes Schoßhündchen nach dem Fressen. Dein Mund ist so groß, dass du in dein eigenes Ohr flüstern kannst. Du bist so langweilig, dass selbst dein Schatten dich nicht begleiten will. Das Einzige, das du länger als eine Stunde in deinem Kopf behältst, ist eine Erkältung. Du kannst doch nicht mal bis 20 zählen, wenn du nicht deine Schuhe ausziehst. Ich weiß Der einzige nicht, Leute. Weg, wie du deinen Horizont erweitern kannst. Wenn dir eine Idee durch den Kopf geht, befindet sie sich in Einzelhaft. Wenn du etwas sensibler wärst, wärst du doppelt so intelligent. Wenn du einen Raum betrittst, kreischen die Mäuse und springen auf die Stühle. An dem Tag, als du geboren wurdest, ging dein Vater nach draußen und hat den Storch erschossen. Du hast das Gesicht eines Heiligen, hm? Eines heiligen Strohsacks. Dein Gesicht schlägt alle Rekorde. Wie lange hast du dafür gebraucht, um es so hinzuprügeln? Du hast bestimmt nicht das zweite Gesicht, hä? Wenn du es hättest, würdest du dieses nicht tragen. Also ich weiß nicht, Leute, wie oft man das jetzt noch triggern kann, aber es scheint unendlich zu sein. Also warum schickst du deinen Verstand nicht zum Schärfen? Keine Ahnung. Ich gebe das jetzt mal auf. Scherzartikel. Scherzartikel. Künstliche, falsche und unnatürliche Schätze. Ich bin mit dem Auspacken einer Lügenlieferung beschäftigt. Komme bald wieder. Oha. Ja, dann pack mal aus, deine Lügenlieferung. Willst du verreißen, hä? Du hast ja schon Säcke unter deinen Augen. Ey, keine Ahnung, Leute. Probiert das gerne privat aus, falls euch das Spiel interessiert, wie oft man das triggern kann. Also ich war ja jetzt schon 3 Minuten dabei, nur das Vieh anzuklicken. Und der hatte ja einen Spruch nach dem anderen drauf. Geil. Na, wir gehen jetzt erstmal zu Fernando und bringen ihm seinen Porzellanvogel zurück. So. Ich kenne jemanden, der sich wirklich freuen würde, dich zu sehen, Fernando. Wer könnte das sein, my lady? Schätzchen! Ich kann dir nicht genug danken, gute Frau. Erlaube mir, dir das hier zu schenken. Es ist meine neueste Neuerwerbung und ich will, dass sie dir gehört. Na, da rückt er die Maske raus? Ja, aber klar. Danke, Fernando. Ich werde mich immer an dich und Schätzchen erinnern.
Wenn du mich jetzt entschuldigst, my lady, ich muss mich erst mal ganz besonders um Schätzchen kümmern. Ja, erzähl mir alles, meine kostbare Kleine. Ich sag dazu nichts, Leute. Das war irgendwie... die sind hier alle so komisch, ne? Alles voller Freaks hier. Na, wir haben jetzt die Maske. Seht ihr Guten gleich. Guten Abend, können wir da meine rein. Dame, mein Herr. Treten Sie nur herein. Genau, wir haben jetzt nämlich von Fernando diese Maske bekommen, die auch ultra hässlich aussieht. Und da können wir, damit können wir da rein. Das ist ja so eine Art Maskenball gewesen, das hatten wir ja in der letzten Folge, da hing da ja auch so ein Zettel dran. Ich will jetzt aber nochmal einmal gucken, ob hier noch... Ja, okay, der Zettel ist hier noch dran. Normalerweise vergesse ich nie ein Gesicht. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Ich muss 2 Minuten totschlagen. Erzähl mir alles, was du weißt. Du hast einen hübschen kleinen Kopf. Für einen Kopf ist er hübsch klein. Geil, herrlich. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft man das anklicken kann. Das scheint irgendwie unendlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sprüche die da eingesprochen haben. Was willst du? Also, ich versuche, meine Tochter Rosella zu finden und... Aber sicher doch, gute Frau. Du willst doch bloß an der Geburtstagsfeier des Erzherzogs teilnehmen. Nicht wahr? Aber da kommst du nicht rein. Du trägst keine Maske und dein Gesicht ist kahl. Pech. Alles klar, Leute, müssen die erst aufsetzen. Ist das bescheuert, ey, wie das aussieht. Nein! Sie nimmt die denn ab? Ich wollte mit der Maske mal zu dem Vogel gehen und dabei die Maske aufsetzen. Wenn deine Zeit gekommen ist, werden Tausende an deiner Beerdigung teilnehmen, um sicherzugehen, dass du auch wirklich tot bist. Ja. Unter keinen Umständen werde ich dieses Ding überall an diesem Ort tragen. Ah, geil, Leute. Ist das dein Kopf oder ein Pickel auf deinem Hals? Als du geboren wurdest, flog der Storch eine Woche um das Haus herum, bevor er den Mut hatte, dich fallen zu lassen. Sei vorsichtig, wenn du deinen Gedanken freien Lauf lässt. Sie sind zu klein, um alleine nach draußen zu gehen. Es wird mich schon. Das muss ich mal in der ruhigen Minute machen hier. Vielleicht im Anschluss ohne Aufnahme, wie oft man da klicken kann. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Sprüche die da eingesprochen haben. So, jetzt schnell rein hier. Willkommen, my lady. So eine bescheuerte Maske, ey. Ich weiß es nicht. Ich sag ja, die haben hier allein am Singen. Guckt euch das mal an, was das hier für Freaks sind. Die haben doch alle total ein an der Rübe, ey. Cool, der Torte kann mal was machen. Sagt sie. Schmeckt wohl gut. Hier ist so ein Spacken, der spielt. Aber mit dem Harry kann man auch reden. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Erzherzog Yip-Yap. Ich danke dir, mein loyales Subjekt. Loyales Subjekt, ich fasse es nicht. Und sie lacht auch noch. Guck mal, wie blöd, ey. Ich fass es nicht.
Ich danke dir, mein so loyales Subjekt. Ich kann das gar nicht fassen, was hier abgeht. Oha. Oh, ja, ich erinnere mich an die scheiß Treppen hier. Oh, ich weiß nur, dass das ziemliche Kacke war hier. Kommt man da raus? Gehen wir mal da lang. Was? Ja, genau. Und wenn ich zurückgehe, komme ich dabei. Oh, ich komme bei den Hoshis wieder raus. Kann man den nochmal anschnacken? Nee, aber man könnte nochmal Kuchen fressen. Aber das lassen wir jetzt mal. Ja, den gehe ich mal. Nee, warte mal, Leute, wie bin ich gegangen? Ich bin hier gegangen. Nee, kamen wir da nachher. Da, ne? Den hier unten, dann bin ich nach links. Ich gehe dann runter. Es wäre auch möglichst alle Wege hier abklappen, weil mit den Türen und so. Da gab es, glaube ich, ein paar Sachen, die auch recht wichtig waren, die wir irgendwie alle erschlagen müssen. Ja. Da haben wir schon mal die erste Tür erreicht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Hä, da kommt sie nicht. Da komme ich nicht dran. Jetzt lässt sie sich nicht mehr zumachen. Ernsthaft jetzt? So. Hier kommen wir, da könnte ich jetzt wieder rausgehen. Gucken wir mal hier bei dem Bild, was da noch so abgeht. Ich bin total nervös, dass das auf dem Kopf ist. Erzherzog Fifi, du siehst auf der Leinwand genauso blöd aus wie in Wirklichkeit. Definitiv, was soll ich zu dem Spacken sagen, ne? Ich danke dir, mein loyales Subjekt. Oh, Leute, ey, buh. So eine Freakshow. Also, dass die hier freakig waren, das wusste ich noch, aber dass das so krass war. Lacht sie nur dumm. Gut, dann gehen wir wieder raus. Ja, das ist so eine Freaks waren da. Konnte ich mich nun wirklich nicht mehr dran erinnern. Aber ist auch irgendwie lustig, ne? Ist auch schon mit der Spottdrossel da das am geilsten. Dass man da tausendmal den klicken kann. So, jetzt müssen wir aber noch die andere Tür erwischen. Hier hinten waren wir auch noch gar nicht. Jetzt kommen wir ja wieder unten raus, ne? Dann müssen wir jetzt hier mal rechts gehen. Seht ihr, da kommt man da raus. Ist ja interessant. Ja, dann muss das ja dahin gehen. Das kann ja nirgendwo anders mehr. Sonst, da waren wir, da, ja. Oh, was ist das? Ja, komm, nochmal versuchen. So, Statue, tja, hässlich. Ich schätze, in Zukunft wird man Geschmacklosigkeit neu definieren müssen. Ja, das könnte gut sein. Oh, die Plakette ist total verschmiert. Ich kann es nicht lesen. Die brauchen wirklich eine Putzfrau.
Naja, ich habe Besseres zu tun. Obwohl, wenn man sich anstrengt, kann man das, glaube ich, lesen. Ich, kleines Kind, vor Hunger schrei, will weder noch heißen Brei, noch heißt den Brei, glaube ich, vom Brot. Ja gut, hier kann man nachher, denn muss man sich schon große Mühe geben. Gib Essen mir für dein Begehr. Okay. Da können wir leider nichts machen. Was ist hier los? Was für ein komplett scheußlicher Springbrunnen. Ja, ich finde, es sieht auch echt hässlich aus hier. Allgemein, ne? Das ist dieses Prunk, Rokoko, irgendwas hier. Oh. Ist nicht meins, ne? Was sind das für Spiegel, ey? Was ist das? Oh, was? Lol, Leute, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Erzherzog Fifi, du siehst auf der Leinwand genauso scheußlich aus wie in Wirklichkeit. Ja, das finde ich auch. Ja, jetzt können wir das Ding hier aufheben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was bei den anderen Spiegeln war. Was ist das denn? Verzauberte Statue? Kann man nicht anwenden. Hm, interessant. Ja gut, dann gehen wir mal raus. Ah, den ganzen Weg jetzt wieder zurück hier. Ganz schnell gehen wir noch mal einmal in den anderen Raum, weil ich jetzt nicht weiß, wie das mit den anderen Spiegeln war. Ob es da noch irgendwas gab oder ob man hier quasi nur diese verzauberte Statue finden musste. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Ich meine, hier war mehr, aber will ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Dafür ist es dann doch schon ein bisschen zu lange her. Nee. Was passiert, wenn man da noch mal reinguckt? Ah, passiert noch mal das Gleiche. Okay, also es ist, muss quasi diesen Raum zuerst von der Deckenseite aus betreten, weil das Teil muss da ja quasi erst rausfallen. Damit man dann hier wieder zurück kann. Also man, das haben sie schon clever gemacht, dass man das Item nicht verpasst. Das scheint auf jeden Fall so wichtig zu sein und eine ganz entscheidende oder eine Schlüsselrolle zu spielen. Ja, okay Leute, dann haben wir das hier. Ich würde sagen, ich gehe wieder raus zu den Freaks und an der Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Komm, einmal Kuchen noch und dann mache ich hier Feierabend. Also ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt King's Quest 7. Ciao.